Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich bewerte eure Parks. Und ich will gar nicht lange um den heißen Brei reden. Wir haben wieder eine tolle E-Mail hier bekommen mit ganz viel Text und das werde ich jetzt erstmal durchlesen. Also ich glaube, der Park hat es wirklich in sich. Ich würde sagen, ich fange jetzt direkt an, weil das ist wirklich eine lange E-Mail. Hallo Dandy, ich heiße Kirby und möchte dir gerne meinen Park Wild Park Nublar zusenden. Also schon mal sehr interessant. Kann gut sein, dass die Dinos dann frei rumlaufen bei dem Namen. Ich hoffe, du findest die Zeit, ihn dir in deinem Format Ich bewerte eure Parks anzusehen. Das werde ich jetzt tun. Kurz zu mir. Ich bin 20 Jahre alt, interessiere mich, seitdem ich jung bin, für Kunst, Tiere, Dinosaurier und Pflanzen. Mein Lieblingsdino ist der Carnotaurus und in JBE ist es der Proceratosaurus. Beides sehr coole Dinosaurier. Ich besuchte schon mehrere Schulen mit dem Fokus Kunst und bin gerade auf einem guten Weg, Tätowierer zu werden. Sehr interessanter Job. Habe ich sehr großen Respekt vor, weil das muss man sich erstmal trauen, jemandem Fremden was auf die Haut zu stechen, weil wenn man da Fehler macht oder so, das ist schon echt krass. Also, cooler Beruf. Ich habe übrigens kein Tattoo, so ein kleiner Fact am Rande, auch kein Piercing oder sonst was. Bei meinem Park habe ich den Fokus auf die naturalistische Gestaltung der Gehege gesetzt. Das klingt schon mal sehr, sehr gut. Die Idee hinter Wild Park Nublar war es, die Gehege mit Dinosauriern zu füllen, welche sich in echt nichts tun würden, aufgrund von Eigenschaften wie Größe, Panzerung, Schnelligkeit oder Bewaffnung. Sehr, sehr coole Idee. Dazu kommt, dass jeder Dinosaurier ausreichend viel Platz hat und ein möglichst natürliches Umfeld. Der Park soll die Gäste informieren und nicht nur belustigen, weshalb ich wenig Wert auf Gastattraktionen gelegt habe und mehr Wert auf die Dinosaurier. Sämtliche Gebäude wurden rund um das Thema Education and Information benannt. Die Tore und Viewing Galleries tragen den Namen der Gehege. Ja, ich habe meinen Gehegen Namen gegeben. Finde ich sehr, sehr cool, weil die Gehegenamen lassen sicherlich auch da auf das Motto des jeweiligen Geheges dann schließen. Da bin ich sehr gespannt. Dinosaurier wurden in der Regel nicht kreativ benannt. Manche Dinosaurier wurden Männchen oder Weibchen benannt. In diesem Fall gibt es Unterschiede in den Skins, wenn auch nur kleine. Eine gute Sicht aus den Beobachtungsgalerien ist nicht garantiert. Okay, da hast du wohl nicht so viel Wert drauf gelegt. Die Sicht der beiden Einschienbahnen ist gut. Fahrt ist aber kurz, also ideal für unser Format hier, weil sonst dauert das ja immer sehr, sehr lange mit den Einschiebern. Die werden wir auf jeden Fall diesmal fahren in deinem Park. Alle Dinosaurier haben erdfarbige und grüntönige Skins. Okay, sehr, sehr cool. Also Dandy, ich hoffe, du bist aufgeregt, dir den Park anzusehen, in welchen ich weitaus mehr als 15 Stunden gesteckt habe, mit vielen Redesigns und. Ich würde mich sehr freuen, wenn du dir den Park ansiehst und in deinem Format reviewst. Das werden wir heute tun, also auf jeden Fall. Er wurde extra dafür gebaut, das freut mich. Vielen, vielen Dank. Mal sehen, ob du alle Dinosaurierarten pro Gehege finden kannst, ohne die Karte zu benutzen. Okay, sogar eine kleine Herausforderung am Start. Er hat übrigens noch in den Titel der E-Mail geschrieben, also in den Betreff heißt es, glaube ich, ne? 20 bis 25 Stunden hat er insgesamt daran gesessen. Also das ist schon eine Hausnummer. Ich bin sehr gespannt auf deinen Park. PS, du darfst diese E-Mail natürlich vorlesen. Habe ich sowieso schon gemacht. Mein nächster Park ist in Bearbeitung. Wenn dir mein Park gefallen hat, würde ich mich sehr über eine Erwähnung meines Instagram-Namens freuen. Und dieser, den blende ich jetzt mal eben hier ein. Na, so viel Zeit muss sein. Und dann hast du noch geschrieben, eine kleine Idee. Jeder, der einen bestimmten Hashtag benutzt, wird beim nächsten Park einem Dinosaurier zugeteilt bekommen. Okay, ich verstehe. Also Leute, falls ihr in den nächsten Park von Kirby sein wollt, dann müsst ihr einmal Hashtag Kirby, da unten in die Kommentare schreiben. Und mit etwas Glück seid ihr dann bei Kirby im nächsten Park verewigt. Finde ich eine sehr coole Idee, sehr, sehr nice. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Und ich würde sagen, wir springen jetzt nach dieser langen E-Mail direkt in den Park. Ich bin mega gespannt. Ja, Leute, wir sind im Park von Kirby angekommen. Das war eine sehr, sehr lange E-Mail. Ich habe versucht, sie so schnell wie möglich durchzurattern. Wir wollen es ja nicht unnötig in die Länge ziehen. Ich hoffe, das war euch nicht so hektisch. Aber jetzt wollen wir uns nämlich ganz in Ruhe seinen Park anschauen. Wildlife Nublar war es, glaube ich, oder? Ne, Wild Park Nublar war der Name. Okay. Und wir sehen hier auf jeden Fall schon mal den Eingangsbereich. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt direkt an. Ich bin wirklich mega gespannt, weil 20 bis 25 Stunden, das kann ja nur sehr, sehr krass sein. Ich bin gehypt. Ich freue mich drauf. Aber ich freue mich jedes Mal, wenn ich einen Park von euch anschaue. Ist natürlich kein Muss, dass ihr, wenn ihr mir einen Park einschickt, dass ihr da so lange dran sitzt. Ihr könnt mir auch gerne einen Park einschicken, wo ihr 3-4 Stunden dran gesessen habt. Ist aber am besten, wenn ihr irgendwie dem Park ein Motto oder sowas gibt. Das finde ich immer sehr, sehr cool. So, wir fangen mal an. Wir drehen das Ganze mal. Und ich will euch gar nicht auf die Folter spannen. Ich zoome mal raus. Erstmal ein Gesamtüberblick. Oh mein Gott, das sieht schon sehr, sehr cool aus.
Okay. Du bist ja auch ein Künstler, ne? Hast du ja geschrieben. Das merkt man auf jeden Fall schon. Also, mir fällt da schon einiges auf, aber da gehen wir gleich ein bisschen mehr drauf ein. Also, das hier ist der Eingangsbereich. Sieht sehr cool aus. Sehr, sehr coole Weggestaltung. Hast auch schön mit den unterschiedlichen Wegfarben gearbeitet. Ich versuche da gleich noch irgendwie ein Motto zu erkennen. Also, nicht ein Motto. Ich glaube, du hast einfach nur das schick gestaltet, ne? Also, ich glaube, da. Normalerweise, also es ist ja meistens so, dass man so macht, dass zum Beispiel das hier Besucherwege sind oder und das hier Industriewege zum Beispiel oder dass das hier der Hauptweg ist und das Seitenwege. Aber ich glaube, darauf brauchen wir jetzt hier keine Acht legen. Du hast es einfach nur sehr, sehr schön gestaltet. Ich finde, es ist auch super geworden hier. Hier immer diese dicken Wege. Das sind wahrscheinlich Dreierwege, ne? Oh, wie nah hast du das hier dran gemacht? Oder ist das der normale Weg? Ist das hier dieser normale? Ah, okay, doch, das ist der normale Weg. Okay, ich dachte schon. Sieht aber krass cool aus. Ja, du hast echt eine sehr coole Wegform hier gemacht. Das hat bestimmt sehr, sehr lange gedauert. Sehr, sehr nice aus. I like it. Und eine schöne Kombination mit diesen hellgrauen Wegen. Ich weiß gar nicht, wo ich lang gehen soll, weil es hier so viele Abzweigungen gibt. Aber wir gehen einfach mal runter. Du hast anscheinend auch Strom verwendet, oder hast du das nur. Ach nee, du hast das nur zu Dekozwecken hier sogar hingebaut. Aber finde ich sehr cool, dass du hier so Umspannwerke und so eingebaut hast. Hier ist ein Gewächshaus. Was essen Dinosaurier? Das können wir mal nachschauen. Moose, verrottetes Holz, Papaya und so weiter. Hätte ich nicht gedacht, dass die verrottetes Holz essen. Wahrscheinlich eher die Käfer da drin, oder? Ich habe keine Ahnung. Hier hast du dein erstes Hotel. Studienherberge. Okay. Sehr, sehr nice. Schauen wir natürlich auch die Aussicht an. Eine wunderschöne Galerie, hier, Dings, Einschienenbahn von hinten. Aber man kann auch die ersten Dinosaurier sehen. Da sehen wir schon irgendeinen Langhals. Ich kann es nicht erkennen. Ist das der Fiese, den ich nicht aussprechen kann? Oder ist das ein Mamenchi oder so? Ich weiß es nicht. Und einige andere, Koritos oder sowas. Ich kann es gar nicht genau erkennen. Aber das werden wir nachher noch rausfinden. Aber man sieht, Otrodons laufen da auch, glaube ich, drum. Beim Wasser. Interessant. Man sieht auf jeden Fall auch schon, dass du so ein bisschen, wie du gesagt hast, grüne und bodenähnliche Töne und so verwendet hast bei den Skins. Finde ich cool. Hier sind auch ein paar Leute am Schauen. Ansonsten machen wir weiter, sonst wird das Ganze hier zu lange dauern. Gehen wir mal hier hoch. Hier haben wir noch ein Code 3 Bunker. Was ist denn das nochmal? Ein Sicherheitszentrum. Okay, stimmt. Kann man immer sehr schwer erkennen. Hier auf dieser Seite haben wir noch Park Ranger Weiterbildung. Ein Wissenschaftszentrum. Auch sehr nice. So, dann haben wir hier ein Informationszentrum. Ah, okay. Ja, ich verstehe den Sinn. Das soll sowas sein wie so eine Information. Okay, da hast du einfach mal so eine Beobachtungsgalerie gemacht. Ja, ist natürlich schade, dass es bei Jurassic World Evolution so wenig Gebäude gibt. Es könnte natürlich noch viel, viel mehr Variation geben. Aber ich muss echt sagen, der Eingangsbereich sieht sehr, sehr cool aus. Sehr künstlerisch hast du das hier gemacht mit den Wegen. I really like it. Und da hinten geht es auch schon. Oh, da gehen wir gleich noch drauf ein. Hier, dieser ganze Berg, der sieht sehr cool aus. Ist mir gerade schon beim Rauszoomen aufgefallen. Aber das machen wir später. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal hier vorne und schauen mal hier durch die Beobachtungsgalerie. Also die Herausforderung ist ja nicht, auf die Map zu gucken und alle Dinosaurierarten herauszufinden. Also ich werde nicht auf die Karte gucken, vielleicht am Ende wegen dem Namen nochmal. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt mal kurz hier in diese Galerie. Schauen wir mal kurz rein. Und ja, hier ist natürlich gerade gar kein Dino. Aber ja, doch, da hinten sehen wir welche. Sind das Koritos? Ich glaube, das sind Koritos, oder? Glaube schon. Ist aber cool, dass man die so unter dem Baum noch erkennen kann. Dass du da eine Dingsstation platziert hast. Die hast du sehr, sehr gut platziert, muss ich sagen. Auch wenn du gesagt hast, man kann nicht immer so viel sehen aus der Galerie. Hier vorne wäre auch eine. Aber ich finde, das ist sehr cool, dass man die so durch die Bäume sehen kann. Sehr, sehr nice. Da läuft er auch hoch. Und es sind wirklich Koritos. Okay. Schauen wir hier auch nochmal. Na, ist natürlich nicht viel anders, ne? Aber jetzt gerade sehen wir, glaube ich, nur Koritos und Kasmos sind das, glaube ich, ne? Man sieht nur den Panzer da hinten am Futtern. Wir schauen mal ganz kurz. Ja, das ist ein Kasmo. Da kommen sogar gerade noch mehr angerannt. Sehr, sehr cool. Wo geht's hin, Kasmos? Ich bin gerade am Überlegen, ob wir. Wollen wir als erstes mal mit der Einschienenbahn fahren? Das könnte man eigentlich mal machen, ne? Okay, nee, Leute, wir müssen mal ganz kurz hier reinfliegen. Das sieht gerade so cool aus hier. Oh mein Gott, das ist nice. Ich muss mal kurz den Controller anmachen. Das müssen wir uns mal eben mit cooler Kamera ansehen. Seht ihr, wie viele Dinosaurier da sind und wie die alle am Trinken sind? Mega cool. Also wirklich. Sieht so cool aus. Und alle so ungefähr die gleiche Farbgebung. Da hast du echt auf die Skins geachtet. Wie schön das aussieht. Wundervoll. Alle in einer Reihe am Trinken.
Da hinten wandern die, sind das Gallis? Ich glaube, es sind Gallis. Hier schlafen noch ein paar, Ritos. Oh, richtig cool, wie das aussieht. Das ist eine tolle Aufnahme gerade. Wo sind Gallis? Ja, das müssten Gallis sein. Na, ihr? Ihr seid aber wirklich reichlich hier in dem Gehege vertreten. Ganz schön viele. Das ist aber richtig cool. Ich glaube, hier sind nur Gallis und Kuritos drin, wenn ich das richtig gesehen habe. Müsste eigentlich. Und Kasmus natürlich, die habe ich jetzt schon wieder vergessen. Ich glaube, das sind so die drei Arten, die hier drin sind. Aber sieht sehr, sehr schön hier aus mit dem Sand und ganz tolle Gehegegestaltung. Hier so ein bisschen Sandboden und so. Sieht sehr nice aus. Hier ein Felsen. Da ein paar Erhöhungen und so drin in das Gehege. Also richtig schön gestaltet. Oh, hier hinten geht es auch nochmal lang. Ach ja, die Trodons habe ich auch schon wieder vergessen. Die waren natürlich auch drin. Die habe ich vorhin schon vom Weiten gesehen. Haben sich natürlich auch versteckt. Sind aber auch sehr, sehr klein, ne? In dem hohen Gras. Sehr schwer zu erkennen. Also von oben sieht man die kaum. Sieht man wirklich nur, wenn man nah rangeht. Sind aber, glaube ich, auch nicht so viele. Zumindest auf den ersten Blick. Und das Gehege, das geht... Oh, geht bis zum Rand hier wahrscheinlich, ne? Ich gucke ganz kurz auf die Map. Ja, ich will nicht zu viel spoilern. Genau, du hast hier einfach den Rand als Gehegeabgrenzung sozusagen benutzt. Also sehr cooles Gehege. Werden wir gleich auch nochmal sehen mit der Einschienbahn. Ich würde auch fast sagen, dass wir jetzt einsteigen, weil sie ist jetzt hier gerade am Startbereich. Das bietet sich ja fast an. Und dann würde ich sagen, fahren wir die mal ganz kurz. Machen wir mal Sichtanzeigen. Ah, es geht endlich los. Okay, sehr gut. Hat jetzt ein bisschen gedauert hier, bis es losfährt. Aber man hat wirklich eine schöne Sicht. Da unten sieht man die Kasmus am Knabbern da. In der Futterstation. Guck mal, jetzt sind sie da vorne, wo ich vorhin sehen konnte. Da unten laufen die Trodons. Ist echt schade, dass die immer so schnell fährt, ne? Voll doof. Die Kuritos, die Gallis. Das sieht so cool hier aus. Auch so mit dem Sand und so. Und diesen leicht bergigen. Und diese ganzen Dinosaurier da. Das ist so cool. Und dann das ganze Gras, was du da platziert hast. Wirklich sehr, sehr nice gemacht. Und hier haben wir schon die nächste Station. Oh, das war's, glaube ich, schon. Okay. Ah, das ist nur ein Transfer hier rüber. Also rein theoretisch könnten wir jetzt einfach von hier den Park weiter begehen. Das machen wir doch mal. Sehr, sehr cool, okay. War sozusagen nur ein Shuttle hier rüber. Dann können ja mal hier so ein bisschen den Weg lang gehen. Da sehen wir auf jeden Fall schon... Was sind das? Sind das die... Das müssen die neuen sein. Die Euoplocephalus heißen sie, glaube ich. Genau. Euoplocephalus. Ja, auch sehr, sehr schöner Skin, dieser grünliche. Hat bestimmt auch lange gedauert, diese ganzen coolen Skins rauszusuchen. Ja, wir können auch mal ganz reinfliegen. Why not? Na, was macht ihr? Auch ein sehr cooler Dinosaurier, meiner Meinung nach. Ultra nice aus. Wenn man mal anschaut. Sehr, sehr cool. Jo. Na, du Kleiner. So, wo ist die Keule? Schaut mal, wie groß diese Keule ist. Gegen meinen Kopf. Boing. Sehr gut. Ist das wirklich der... Ich glaube, das ist... Ne, das müsste... Also das hier ist, glaube ich... Sind das die gleichen? Doch, sind die gleichen. Das sind, glaube ich, mal Menschies, ne? Also bei diesen langen Hälsen tue ich mich echt schwer. Müssten... Ja, Mamenchis sind es. Ja, hier hast du keine Namen oder sowas. Aber sehr coole Dinosaurier. Hier haben wir Mamenchis. Danke fürs Bewerten. Sehr, sehr gerne. Danke für deine Zeit, die du dir genommen hast, um diesen wundervollen Park zu gestalten. Ist mir wirklich eine Ehre, den zu bewerten, den Park. Ich weiß gar nicht, ist das hier eine Strecke für eine Dings? Nee. Hier hast du einfach so ein bisschen mit Dirt gearbeitet. Also du hast dir echt viel Mühe so gegeben. Sieht sehr, sehr schön alles aus. Alles in einem Guss. Also... Das fühlt sich echt so an, als wenn dieser Park ja, nicht von Menschenhand erschaffen wurde. Also wirklich alles in einem so einen Guss. Hier Dirt, dann wieder die Pflanzen. Sieht alles sehr, sehr natürlich bewachsen aus. Hast du echt gut hinbekommen. Fliegen einfach mal hier so ein bisschen durchs Gehege. Beziehungsweise, na, komm. Wir gehen zurück zur Straße, Leute. Wir erkunden das Ganze weiter von hier. Oh mein Gott, das sieht ja auch so gut aus hier. Schaut euch das mal an mit den Zäunen und den Gehegen. Alles so richtig schön abgerundet. Dann diese Ecke hier. Das ist so, ich weiß gar nicht, wie man diese Form nennt, aber die sieht sehr, sehr cool aus. Woran erinnert mich das denn? Ich weiß es gerade nicht. Das Erste, was mir einfällt, ist ein Beyblade. Warum auch immer. Wer kennt Beyblades? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich weiß gar nicht, ob das noch läuft im Fernsehen. Wahrscheinlich nicht. Ich habe da früher mit gespielt, tatsächlich. Ich hatte Beyblades. Sieht mega cool hier aus. Also diese Rundung und dann geht das hier so rüber. Und hier auch, das ist alles wie in so einem Guss. Wisst ihr, was ich meine? Also diese Straße... Geht mit so einer perfekten Rundung in diese hier über. Diese Straße geht in diese über. Diese Straße geht in diese über. Also das ist richtig nice gemacht. Richtig cool. Und dann mit dem Zaun bist du immer im gleichen Abstand geblieben. Das sieht echt sehr, sehr nice aus. Auch eine ganz tolle Gehegeform hast du überall verwendet. Alles richtig schön abgerundet. Man sieht, dass du ein Künstler bist. Also da hast du dich wirklich selbst übertroffen. Sehr, sehr schön gemacht.
Ich weiß gar nicht, wo ich lang gehen will. Ich gehe, glaube ich, mal in diese Richtung. Oder? Ja, komm, why not? Wir laufen einfach mal random hier durch. Was haben wir denn hier? Ein Quarantänebecken. Okay, das ist das Ausbrütgehege. Okay, ich verstehe. Ich will schon ab und zu noch von hier gucken, wegen den Zäunen. Hier hast du auch am Rand gearbeitet. Und hier hast du sogar direkt eine Schleuse gebaut, zum Beispiel hierhin. Und ja, das ist auch das einzige Gehege, was du verbunden hast. Geht natürlich auch schlecht hier, ne? Über den Weg kann man das ja nicht machen. Du könntest sie höchstens hier freilassen auf die Gäste. Aber das passt schon. Also hier ist die Ausbrutstation, Baby-Aufzugstation, natürlich Futterspende am Start. Die heißen Komma, okay. Ist aber nichts drin soweit. Das passt. Gehen wir weiter nach hier oben. Und, ach, hier waren wir, glaube ich, gerade schon, ne? Oder? Ne, wir haben diese hier gesehen, Quarantänebecken. Ah, okay, hier sind zwei. Okay, jetzt war ich gerade verwirrt. Okay. Und dann kommen wir hier zum Innovationszentrum. Ein sehr, sehr cooler Ort. Das ist hier oben links die Ecke von Isla Nublar. Habe ich hier auch so noch nie gesehen. Das baut man ja meistens in die Mitte der Karte. Hast du aber wirklich sehr schön umgesetzt. Du hast wirklich richtig künstlerisch hier gearbeitet mit den Wegfarben und Wegen. Sieht super nice aus. Hier geht's rein. Also ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Also wirklich top gemacht. Man sieht, dass du so viel Zeit investiert hast. So einen tollen Park habe ich persönlich noch nie gebaut. Aber ich ich investiere auch nicht so viel Zeit. Und wenn man dazu Videos macht, ist es tatsächlich auch nochmal ein bisschen schwieriger, weil man ja dazu reden muss und das passend zusammenschneiden und so. Ist natürlich auch alles zeitaufwendiger. Aber dafür habe ich ja euch, damit ich hier die Premium-Parks bekomme. Vielleicht mache ich auch mal das ein oder andere Video in einem von euren Parks, also so ein bisschen Cinematic-mäßig. Habe ich ja schon mal ein paar Videos gemacht. Vielleicht kann ich das ja mal machen. Ich glaube, das wärt ihr nicht böse, ne? Also ich denke mal nicht. Das Ganze heißt Paleo Akademie. Okay. Sehr, sehr gut. Auch ganz toll gemacht hier. Ich habe da schon viele Variationen gesehen. Das ist jetzt eine, die habe ich so noch nie gesehen, dass man es an den Rand macht. Und dann hier vor so ein richtig schöner Platz. Auch hier vorne diese Ecke finde ich auch sehr, sehr cool. Also, das war bestimmt nicht so einfach hier mit den Wegen. Wir gehen mal hier rein. Findest du das... Oh, jetzt... Findest du das Nest des Albertos? Okay, jetzt bin ich gespannt. Aus der Galerie hier... Oder was? Jetzt bin ich verwirrt. Natürlich, also da muss ich jetzt einmal als kleinen Kritikpunkt anmerken. Auch wenn es, ich verstehe gerade irgendwie... Okay, jetzt bin ich auch gerade maximal verwirrt. Also Kritikpunkt ist natürlich immer, wenn man vor so Galerien baut, der Zaun ist natürlich im Blickfeld, ne? Ich meine, jetzt kann man die Dinos gut erkennen. Oh, das ist ein Alberto, okay. Guck mal, wie der da lang schleicht. Und der würde die jetzt wahrscheinlich nicht angreifen, weil die haben eine Waffe, die sind zu groß. So hast du es ja in die E-Mail geschrieben, ne? Guck mal, der eine ist auch voll mutig hier. Albertosaurus. Ja, wir schauen gleich mal nach dem Nest. So, was aber... Ich komme hier voll durcheinander. Ich wollte anmängeln, dass man natürlich einen Zaun nicht vor so eine Galerie baut. Ich verstehe auch ehrlich gesagt den Sinn nicht ganz dahinter, wenn ich ehrlich bin, aber ist ja nicht weiter schlimm. Also ist nur ein minimaler Kritikpunkt. Gehen wir mal nach weiter hier den Weg. Wobei ich glaube ich jetzt erstmal... Genau, wir schauen uns jetzt erstmal das Gehege ein bisschen genauer an. Ich will jetzt das Nest von dem Alberto finden. Richtig schön hier gemacht mit den Anhebungen und dem Wald und den Büschen. Habe ich ja schon gesagt, alles wie in einem Guss. Wir haben ja auf jeden Fall Mamenchis, Alberto, Euoplocephalus sind die Dinos, die ich bis jetzt gesehen habe. Auch hier geht es noch nach unten und so. Das ist wirklich richtig cool gemacht hier. Das ist wie so eine Straße hier. Soll das hier das Nest sein zufällig? Sieht so ein bisschen so aus, ne? Könnte ich mir vorstellen. Ich glaube, oder? Oder hier? Okay. Oder hier? Ne. Ich glaube hier, ne? Wahrscheinlich, oder? Ne, hier ist ein Fleischfresser. Futterspender. Okay, ich hoffe, ich habe es gefunden. Ich weiß es nicht, vielleicht könnt ihr es ja in die Kommentare schreiben, falls ihr es gesehen habt. Ich zeige es euch nochmal von oben. Auch cool hier mit dem Wasserbereich am Rand. Mir gar nicht aufgefallen, dass hier kein Wasser ist. Aber du hast wirklich sehr, sehr schön auch mit Hoch, Tief und so gearbeitet. Sieht richtig nice aus. Das Gehege hatten wir schon, das hatten wir schon. Gehen wir hier oben weiter. Hier waren wir auch gerade stehen geblieben. So, laufen wir mal diesen Weg weiter. Und dann haben wir zu unserer Linken, was sehen wir da? Das sind Mutaburas, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, weiblich, männlich. Okay, hier hast du das Ganze gemacht, was du in E-Mail geschrieben hast mit weiblich, männlich. Da gibt es Skin-Unterschiede, echt? Sehen so gleich aus. Ah, ne, der ist ein bisschen freundlicher. Das ist, glaube ich, das einzige Männchen, kann das sein? Männlich?
Die anderen müssten alle Weibchen sein, ne? Ja. Okay, der ist nämlich so ein bisschen bräunlicher. Die anderen sind ein bisschen grünlicher, die Weibchen. Sehr interessant. War es denn wirklich so bei Mutaburas, dass die in so einer Herde gelebt haben, wo ein Männchen war und ganz viele Weibchen? Kommt ja bei... Was war das denn? Ich dachte, da kommt gerade ein Fleischfresser oder so. Das hat sich so angehört. Hört ihr das? Ist das Knurren von den Mutaburas? Keine Ahnung. Machen komische Geräusche, die Mutaburas. Wir gehen mal weiter. Okay, auch hier hast du wieder eine sehr schöne Wegform gemacht. Nicht die von vorhin, aber du hast trotzdem... Also die Wege gehen halt auch in einem Fluss hier über. Sieht super nice aus. Und du hast auch immer diese Optik mit diesem in der Mitte freigelassen. Finde ich sehr, sehr cool. Auch, dass du hier noch einen Felsen und so eingebaut hast. Sehr, sehr nice. Hier hast du auch so ein richtig schönes... Ich weiß gar nicht, wie ich wo ich alles hingucken soll. Es sieht alles so gut aus. Hier hast du auch so ein richtig schönes Becken gebaut. Sieht sehr, sehr nice aus. Ein paar Stegos sind auch am Start. Weiblich. Nee, das... Die heißen nur Stegosaurus. Okay. Auch hier ein toller Skin. Also die Skins sind wirklich alle so ungefähr in dieser Farbe gehalten. Finde ich aber nice. Super cool aus. Auch hier mit dem Berg und so. Richtig, richtig schön. Auf den Berg gehen wir gleich auch nochmal ein bisschen genauer ein. Ich hoffe, ich übersehe jetzt hier keinen weiteren Dino oder so. Aber allgemein, das sieht so cool aus hier mit diesen ganzen Klippen und Bergen. Da kann ich mir sicherlich einiges abschauen bei. Nur habe ich leider nicht die Zeit, so einen Park zu bauen, glaube ich. Weil es einfach echt viel Zeit frisst. Weil 25 Stunden bei ihm, das ist halt ein ganzer Tag, ne? Das ist schon krass. Oh, Pentaceratops, ich liebe ihn. Cooler Dinosaurier. Wir gehen mal nach hier links oben, das finde ich nämlich sehr interessant. Du hast auch echt darauf geachtet, dass die Wege nie zu steil sind. Das ist mir jetzt schon aufgefallen. Das ist echt schwer, wenn man so viele Berge einbaut. Hier ist ein Fleischfutterspender. Hier geht es noch wieder runter. Schleichen uns mal hier den Weg entlang. Vielleicht sehen wir den einen oder anderen Dino. Ah, zufällig gerade leider nicht. Ich schaue gleich noch in das Gehege. Oh, hier sind Dinos. Was haben wir denn hier? Hallo. Na, ihr? Was sind Dinos? Schaut mal, ganz viele Dinos. Da laufen sie vorbei. Die Schlinge. Gehen wir mal rein ins Gehege. Na, was macht ihr hier, ihr Klein? Ist der Standardskin, oder? Kann das sein? Ja, der Standardskin. Okay. Der sieht aber auch cool aus. Der Dino hat allgemein sehr coole Skins. Sehr, sehr nice. Gehen wir weiter. Und da sehen wir den nächsten Dinosaurier. Dein Lieblingsdinosaurier. Zwar nicht in JBE, aber allgemein. Oh, der heißt sogar Kirby. Okay. Das macht natürlich Sinn, ne? Der ist da gerade am Fressen. Sehr, sehr cool. Hier kommt auch gerade ein wenig Nachschub. Da haben wir noch mehr Dinos. Oder sind die jetzt einmal im Kreis gelaufen? Hier sind, glaube ich, noch mehr Dinos. Also das ist hier auf jeden Fall ein Fleischfressergehege. Ich glaube, ich bin jetzt gleich einmal rumgelaufen. Ach, das ist echt krass, ne? Wie viel Klippen und Berge du hier eingebaut hast. Und wie schön natürlich das einfach aussieht, ne? Es ist so schwierig, Berge so aussehen zu lassen und die Natur. Das ist echt krass. Super nice aus. Und mich stört sogar nicht mal das hier mit dem Rand. Mit dem Zaun. Das hast du auch so gut gemacht. Schaut euch das mal an, wie das von oben aussieht. Also was ich kann es ja einmal kurz anmerken jetzt hier vom oben. Was mir direkt aufgefallen ist gerade beim Rauszoomen, auch wenn wir noch nicht in allen Gehegen waren, schaut mal auf den Berg. Also der zieht sich so durch alle Gehege. Das sieht so aus, als wenn der Berg eigentlich hier einmal durch den ganzen Park geht hier so. Seht ihr das? Also es geht von hier da lang. Sieht fast so aus, als wenn das in einem Guss so wäre. Das ist mir auch vorhin direkt aufgefallen. Finde ich mega cool. Ich muss jetzt nur gucken, dass ich nicht durcheinander komme. Welchen Gehege war ich denn gerade? Aber hier, ne? War hier? Ja, ich war hier. Glaube ich, das größte Gehege. Bin ich aber raus. Ich habe Dilos gesehen, ich habe Kanos gesehen. Und Pentaceratops habe ich hier gesehen. Das sind aber nur zwei Stück, glaube ich. Die sind hier nämlich am Grasen. Ihr könnt mir auch mal... Entschuldigung, meine Stimme. Ihr könnt mir auch mal in die Kommentare schreiben, ob ich euch mal die Safe Games hochladen soll, damit ihr die auch mal spielen könnt. Ich denke mal, die Creator haben da nichts gegen, hoffe ich. Das könnt ihr dazu schreiben in die E-Mail oder so, wenn ihr mir sowas schickt. So, fliegen wir nochmal hier runter. Hier haben wir Dinos. Okay, ich glaube, ich habe hier alle Dinos gesehen. Sieht aber echt mega cool aus, so das Gehege. Schaut euch das an. Also, wundervoll. Also, richtig, richtig gut gemacht. Man sieht, dass du ein Künstler bist.
Ja, die Wege auch hier, sehr, sehr schön. Hier ist so eine Rundung, da sind wir sogar schon am Parkeingang wieder. Ich hoffe, ich habe nichts übersehen. Ich bin hier wirklich ein bisschen strange so durchgegangen. Durch den Park. Aber wir schauen uns nochmal hier das Gehege in der Mitte an. Das habe ich nämlich, glaube ich, außen vor gelassen. Oder ist das das mit den Euoplozephalus? Nee, ist es nicht. Okay. So, Leute, ich gehe jetzt hier random in dieses Gehege. Ja, schauen wir uns hier mal um. Hier haben wir. Oh, wir fliegen nochmal so durch. Habe ich gerade Lust zu. Controller an. Und dann fliegen wir ein bisschen durch. Ist immer so schön, wenn die gerade alle trinken. So, hier hatten wir, glaube ich, Krichtons sind das, ne? Auch ein ganz toller Skin, den du hier gewählt hast. Oh, da hinten kommt ein Jäger. Krichtons, passt auf. Den anschleichen da hinten. Noch lauern oder noch ahnen sie nichts. Okay, ich glaube, die ersten haben es gesehen und werden unruhig. Seht ihr ihn da hinten? Ich glaube, das ist ein Karato. Jetzt bin ich aber gespannt, ob die gleich wegrennen. Sah sehr, sehr cool aus. Der kommt immer näher. Oh. Okay, die scheinen keine Angst zu haben. Hast du ja auch in die E-Mail geschrieben. Ich weiß gar nicht, ob der Krichtons gejagt hätte. Würde ich mir schon vorstellen. Aber er legt sich erstmal schlafen, okay. Gute Nacht. Tschüss. Schlaf schön. Auch ein cooler Dinosaurier. Mag ich sehr gerne. So, wir fliegen mal weiter. Wollen ja hier noch ein bisschen was erkunden. Was haben wir denn hier noch? Ziegen habe ich gesehen. Eine wilde Ziege. So, wir fliegen mal hier ein bisschen durch den Dschungel und gucken mal, ob wir hier noch den ein oder anderen Dino zu Gesicht bekommen. Bis jetzt haben wir in diesem Gehege auch nur diese zwei Dinosaurierarten entdeckt. Noch sehe ich nichts. Habe ich hier schon alles gesehen? Ich schlänge mich hier gerade wirklich durch den Dschungel und sehe gar nichts. Aber das Gehege ist, glaube ich, auch größer, als man denkt. Ist halt sehr versteckt alles, weil es so bergauf, bergab was geht. Aber das finde ich so cool gemacht. Und die Wege sind auch auf keinen Fall irgendwo zu steil. Da hast du wirklich drauf geachtet. Ganz viel mit dem Glätten-Tool. Ich will gar nicht wissen, wie oft du hin und her verbessern musstest beim Erhöhen. Okay, hier scheint wirklich kein anderer Dino mehr zu sein. Hallo? Das gibt's doch gar nicht. Ich glaube, es sind wirklich nur diese Dinos. Fliegen wir mal ganz kurz raus. Das ist echt ein riesiges Gehege. Sieht aber krass cool aus. I like it. Müssten aber wirklich nur die Krichtons sein und der Cerato, wenn mich nicht alles täuscht. Gehen wir wieder in die normale Sicht und gehen weiter. So, was haben wir denn jetzt hier noch nicht erkundet? Ich glaube, dieses Gehege haben wir auch noch nicht gesehen, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Genau. Wollen wir auch nochmal so reinfliegen? Ich fand das eigentlich gerade ganz schön. Machen wir mal. I like it. So, gehen wir mal in dieses Gehege schauen. Ja, du hast auch überall das beibehalten, dass der Weg ungefähr den gleichen Abstand zum Zaun hat. Finde ich auch mega cool. Fliegen wir wieder rein. Auch so ein paar schöne Palmen untergebracht. Was haben wir denn hier? Hallo. Kleiner. Es müsste ein Stigi sein, oder? Ein Stigi-Moloch? Ich glaube schon. Ja, Dracorex sieht ein bisschen anders aus. Und Styracos sind das, ne? Glaube schon. Hattest du nicht irgendwas zu den Styracos in die E-Mail geschrieben? Ich weiß es gerade nicht mehr. Deine E-Mail war so lang, ich habe die auch schon wieder vergessen. Zur Hälfte. So, Stigis, ganz viele. Styracos. Ansonsten sehe ich hier, glaube ich, nichts, ne? Aber auch ein toller Dinosaurier, mag ich sehr gerne. Sieht cool aus, ne? Ach, ganz, ganz toll. Ja, ich schau mal eben, ob die irgendwie besondere Namen haben. Ne, Styracos und Stigimoloch. So. Das haben wir. Und dann kommen wir jetzt zum nächsten Gehege, zu unserer Rechten. Da können wir einmal reinschauen, so. Ah, da ist eine Tour, die können wir gleich fahren. Das ist dein Lieblingsdinosaurier aus JWE, ne? Hast du, glaube ich, geschrieben, der Procerato, ne? Da ist er, der Kleine. Auch ein sehr cooler Skin, den du ausgewählt hast. I like it. So, schauen wir auch nochmal durch den Turm hier. Da hat man dann nochmal eine bisschen höhere Sicht. Aber da würde ich fast sagen, dass wir uns hier gleich in das Abenteuer mit der Tour stürzen. Ich will mich jetzt gar nicht zu lange hier umschauen. Hier ist nochmal ein Schutzbunker. Palio, Wasser, Tubai. Okay.
Paleo-Wasserturm. Aha, coole Idee. Sehr, sehr coole Idee. Sozusagen Wasserturm hier gemacht, neben einem Wasserverkaufsstand. Und du bist Arznei-Helikopter. Du hast auch hier Vorbesteller-Helikopter freigeschaltet, den orangenen. Sehr, sehr gut. Wir haben, glaube ich, gar nicht so viele. Futterzubereitung. Das ist ein Forschungszentrum. Okay. Vogelarten der Kreidezeit. Ach, du hast so coole Ideen. Also, das ist so ein kleiner... ja, so eine Vogelkuppel. Sozusagen. Also, finde ich echt cool, was du da für Ideen hattest. Mega, mega nice. Ersatzteilzentrale. Und Ranger-Privaträume. Auch eine coole Idee. Also, wirklich, wirklich nice. Sehr gut gemacht. Wo ist denn jetzt hier der Eingang in den... in die Dingsfahrt? Ich hoffe, den finde ich gleich noch. Ah, ich glaube, da müssen wir hier rüberfahren. Auch sehr cool gemacht hier, diese Idee. So, wir fahren jetzt erstmal das Stück hier rüber, weil die Bahn ist gerade hier. Ja, wir gucken uns das gleich nochmal von oben an, was ich hier mit der Idee da hinten meine. Das ist halt nochmal so ein richtig abgegrenzter Bereich. Ja, sozusagen vom Rest des Parks. Zwischen den Gehegen, da hinten in der Ecke. Nur verbunden mit so einer Einschienbahn. Finde ich sehr cool. Schauen wir mal kurz, was sehen wir da unten? Wann das? Sind das Herreras? Das ist Herreras. Wie cool das alles aussieht, ne? Sieht so nice aus. Ganz toll gemacht. Tada! Das ist echt eine Tour nach meinem Geschmack, von der Länge her. Nicht schlecht. So, jetzt sind wir in diesem abgeschirmten Bereich. Guck ganz kurz auf die Map. Ich achte aber nicht auf die Dinos. Die Dino-Arten. Das meine ich hier. Hier ist das halt so abgegrenzt. Finde ich sehr, sehr cool. Ein kleiner Bereich zwischen ganz vielen Gehegen. So, dann beeilen wir uns nochmal ein bisschen Fossilienanalyse. Die Farben der Dinosaurier. Dinosaurierstudien. Aussicht auf das Plateau. Schauen wir da auch nochmal kurz durch. Ja, sehr toll. Was sehen wir denn da hinten? Ist das ein Iguanodon und... Puh, Sauropelta? Weiß nicht, was es ist von hier hinten. Kann ich gerade schwer erkennen. Aussicht auf das Plateau, Plateau. Strom hast du hier gemacht. Dinosaurierarten-Lernfahrt. Okay, sehr cool. Also hier haben wir nochmal ein bisschen schöne Aussicht. Aber wir wollen jetzt hier die Tour fahren und wir fahren natürlich selber... hier noch irgendwie... Ah ne, das sind die Gehegezäune, die du hier abgegrenzt hast. Sieht echt nice aus, ne? Auch von oben und so. So, wir fahren natürlich selber. Selbstverständlich. Hier, nicht gut gewirtschaftet. Verkaufen für 0 Euro. So, Tour fahren! Let's go, Leute! Jetzt geht's ab. Let's go. Wir fahren erstmal in Ego-Perspektive los. Ach, die fährt sogar außerhalb des Geheges, fängt die an. Auch eine sehr coole Idee. Habe ich so auch noch nicht gemacht. Auf damit! Der Herrerasaurus ist ein höchst effizienter Jäger. Er lässt von der Beute nichts übrig und kann sogar deren Knochen verdauen. Oh, die Knochen verdauen kann der Herrera. Echt interessante Informationen. Wisst ihr, was wir mal kurz machen? Damit wir das besser hören, schraube ich mal ganz kurz die Sprachlautstärke auf 100. Oh, da kommt auch gerade ein Herrera. Seht ihr das? Müsste hier zu unserer Linken jetzt eigentlich sein. Da ist er. Glaube ich, der dunkle Skin, ne? Der schwarze. Wollen wir hupen? Geht ein Hupen hier? Kann der gar nicht hupen? Ich dachte schon. Ist ja auch nicht weiter schlimm. Wir biegen mal ganz kurz ab. Kurzer Abstecher. Wir mir die Herreras nochmal ein bisschen genauer angucken. Wo kommt er gerade? Okay. Oh Gott. Aua! Aua! Okay, du willst Krieg? Kannst du haben? Okay, er hat gewonnen. Der ist gerade wütend auf uns, oder? Kommen gerade die Kollegen. Ja, wir hauen auch mal lieber ab. Ich glaube, die haben gerade keinen Bock mehr auf uns. Die Herreras. So, let's go. Durch das nächste Tor. Hast sogar so eine coole Schleuse hier eingebaut. Coole Idee. Sonst ist es immer ein bisschen... Das erste und einzige Prokeratosaurus-Fossil
wurde in den frühen 1900er Jahren von Louis Bradley in Gloucestershire, England entdeckt. Boah, aua! Ich konnte auch nicht bremsen. Es ging so steil bergab. Der Procerator. So spricht man den aus, wusste ich gar nicht. Ey, man kann hier echt nicht bremsen. Und da kommt schon der nächste. Aua! Meine Güte, sind die aggressiv? Was ist denn los mit denen? Ganz ruhig, ihr Kleinen. Tue ich nix. Cool, dass hier alles aussieht, ne? Das ist voll. Aua! Aua! Ey, die rammen mich halt voll weg. Okay, hier sind gerade ein paar Ankis am Trinken. Ich kann gerade irgendwie nicht rückwärts fahren. Das scheint irgendwas zu sein. Interessant, interessant. Ja, auch sehr, sehr schön hier der Bereich mit dem Wasser. Ah, wie belebt das alles wirkt, ne? Mit den ganzen... Aua, aua! Jungs, ich hau ja schon ab. Aber ich kann nicht, wenn du vor mir bist. So, ich hau jetzt schnell hier ab. Aua! Ey, die haben... Die haben es aber auch auf mich abgesehen, die du... Dödem, 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 Wettrennen! Er kann das kriegen! Oh, er schiebt uns! Alter! Was ist denn los mit dem? Ey, die... Alter, die machen richtig Jagd auf uns. Gott. Jungs, ganz ruhig. Ganz, ganz ruhig. Ich will hier weg. Oh Gott, ich muss hier raus aus diesem Gehege. Ich weiß gar nicht mehr, wo die Strecke lang geht, wenn ich ehrlich bin. Ich fahre hier gerade komplett Offroad. Okay, Leute, wir versuchen mal zurückzufinden. Au! Ist doch schnell weg jetzt hier. Erstmal fahren wir jetzt weg. Wir gucken jetzt mal, wo die Strecke eigentlich lang gefahren wäre. Ich glaube, das Video ist schon sehr, sehr lang, aber ich genieße es gerade. Der Park ist wirklich überragend toll geworden. Ja, guten Abend. Okay. Okay, der Park ist, dieses Gehege ist wirklich gefährlich. Eieiei, ich muss hier raus. Guck mal, den habe ich fast verpasst, wäre ich nicht zurückgefahren. Den Carodontosaurus. Ich hoffe, ich spreche es jetzt einigermaßen richtig aus. Ich habe mir schon so viele Anleitungen gegeben, wie man ihn ausspricht. Ich bin schon selbst so verwirrt. ist ja richtig krass, wie aggressiv die Dinos hier sind. Mega witzig. So. Wir waren jetzt aber lang genug hier in dem Gehege. Go, go, Power Rangers. Du, du, Rache! Ach, schade, dass du abbremst. Ich würde jetzt gerade voll drauf zufahren. Hier hast du wieder diese tolle Schleuse eingebaut. Ja, besser ist das bei dieser Fahrt. Der Todesfahrt. Und ab ins nächste Gehege. Versuchen diesmal ein bisschen auf der Strecke zu bleiben. Nicht, dass wir hier wieder so in Trouble geraten. So, was haben wir denn jetzt hier? Jetzt müssen wir auf dieser Ebene sein, die wir vorhin gesehen haben, ne? Ja, hier vorne sind nämlich die... Ach, hier geht die Tour gar nicht mehr durch. Ach, die endet hier. Aber nicht für uns. Wir düsen hier natürlich noch auf die Ebene. Schauen wir eben, was wir da in der Ferne gesehen haben. Da sehen wir schon die Iguanodons. Ich liebe ja die Iguanodons, ne? Richtig coole Dinos. Liebe richtig die, oh mein Gott. Der Iguanodon ist ein Vertreter der Ornithopoda, der im Vereinigten Königreich entdeckt wurde und zwischen dem mittleren Jura und der Oberkreide lebte. Okay. Ja, diese Pranken, wenn der frisst, das sieht so cool aus. Hallo. Na du Kleiner. Aber diese ganze Gehegegestaltung und Landschaft, das ist so nice. Und dann so viele Dinosaurier, das wirkt alles so belebt. I really like it. So, was haben wir denn hier noch? Und das jetzt hier, was ist denn das jetzt? Sauropelta. Polacanthus ist das, glaube ich, ne? Ja, Polacanthus, okay. So, was haben wir hier noch? Ich habe da irgendwelche Langhälse noch gesehen. Ich kann sie aber noch nicht identifizieren. Okay, das sind Kamaras. Boah, auch ein cooler Skin. Welcher Skin ist das denn? Ein toller Skin. Okay, die Iguanodons sind aber auch echt unruhig, weil ich hier gerade rumfahre. Versuche mal so gut wie es geht auszuweichen. Oh, 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 oh. Ja, ja, ich verschwinde gleich hier. Ja, die Dinos, die wollen hier gar nicht gestört werden in deinem tollen Park und tollen Gehegen. Ach, wie schön das alles aussieht.
schnell durchs Wasser hier. Und dann fahren wir mal nochmal in diese Richtung. Kommt uns schon wieder was entgegen. Ich versuche ihn mal zu rammen. Komm, Angsthase. Okay, er hat keine Angst vor mir. Einmal wenden. Oh Gott, wo kommst du denn her? Metria Kanto ist ja auch noch am Start. Seht ihr das? Oh, sogar zwei. Mit zwei verschiedenen Skins. Oder sind das zwei verschiedene? Ich glaube schon, ne? Ich glaube, die haben auch schon, also ich habe schon die Aufmerksamkeit von den beiden. Aber wir sollten uns jetzt nicht mehr so lange hier aufhalten. Wir haben gerade schon genug Stress gehabt. Die armen Besucher, die hier mit mir gerade diese Horrortour durchleiden. 100 Mal gerammt von Dinos, alle Gehirnerschütterung. Aber macht ja nichts. Also Hauptsache, ich habe Spaß. Und das habe ich mehr als das. Das ist echt toll. Na, was machst du hier so alleine? Okay. Ich glaube, wir haben aber alle Dinos gesehen. Ich hoffe, ich gucke natürlich gleich nochmal kurz auf die Map. Also ich kann schon mal sagen, ich hatte wirklich 10 von 10 Spaß hier in diesem Park. Mega nice. Und er sieht auch 10 von 10 gut aus. Also richtig toller Park. Schreibt es auf jeden Fall schon mal in die Kommentare, wie ihr den Park findet oder fandet. Ich feiere ihn richtig. Aber ich habe ja schon viele richtig coole Parks gesehen. Ne? Also ihr seid da echt so kreativ und ihr baut so tolle Parks. Ich hoffe, ihr schickt mir viele, viele weitere Parks, die ich bewerten kann. Weil das macht so viel Spaß. So, jetzt schauen wir das Ganze nochmal von oben an. Ich glaube, wir haben alles gesehen. Ich schaue jetzt nochmal auf die Karte, ob wir Dinos übersehen haben. Und nochmal kurz über die Namen. Ich glaube, die Namen hast du gar nicht so viele besondere gemacht, ne? Ich glaube, die Besonderheiten habe ich schon erkannt. Hier sind ganz viele Iguanodons. Polarkantos habe ich gesehen. Und natürlich die Metrias. Hier haben wir den Kakarodonto, haben wir fast übersehen. Ankylos haben wir gesehen. Und die Procerathus, das war hier das schlimmste Gehege. Was haben wir denn? Doch, hier war ich auch. Herrerasaurus haben wir gesehen. Die Dilos haben wir gesehen. Aber alle auch keine besonderen Namen. Pentas und den Kirby haben wir natürlich auch gesehen. Dein Lieblingsdino. Mutaburas haben wir gesehen. Stegos haben wir gesehen. Was haben wir hier? Euoplocephalus. Mamenchisaurus, danke fürs Bewerten. Sehr, sehr gerne. Habe ich ja vorhin schon gesehen. Ach, toll. Ganz toller Park. Danke fürs Einsenden. Danke, dass du dir die Mühe gemacht hast. Ich denke, den Zuschauern, die das Video gesehen haben, euch hat es auch gefallen, oder? Lasst mich wissen mit einem Like. Würde ich mich mega drüber freuen. Und denkt dran, ne? Hashtag Kirby unten in die Kommentare, damit ihr in Kirbys nächsten Park am Start seid. Wäre natürlich cool, wenn hier diese ganzen Gullies Zuschauer wären. Das würde ich richtig feiern. Trudons haben wir hier. Ich glaube, wir haben echt nichts übersehen an Dinosauriern. Styraco, Stegimoloch und, ja, ich glaube, das war's. Die Gehegenamen hast du noch geschrieben in die E-Mail. Da, okay. Das waren nämlich die Tore, ne? Schattiges Plätzchen ist das hier. Wildblumenwiese. Das ist immer gleich, ja. Okay, die gehen wir nochmal ganz kurz durch, bevor ich es vergesse. So, was haben wir hier? Albertosaurus, Unterschlupf. Gate 85. Okay, das hast du, glaube ich, vergessen zu benennen. Haben wir denn hier noch ein Tor? Ne, dann hat dieses Gehege wohl den Namen Gate A85. Kann man auf jeden Fall auch machen. Der Steppenwald. Hier ist auch verschiedene Zäune benutzt, habe ich gerade gesehen, ne? So ein dickerer, ein dünnerer. Aber gut. Was gewollt war, weiß ich nicht. Doch, ich glaube schon, ne? Ich glaube, da, wo du so steil gebaut hast, ne? Hast du den dünneren Zaun genommen. An dieser Stelle. So, was haben wir hier noch? Der verschlungene Rand. Tor des Tals. Tor des Randes. Ah, das ist dann wahrscheinlich hier das Tal. Gehe ich mal von aus. Wo ist denn hier das Tor? Okay, irgendwie Tor des Tals. Ich glaube, das heißt einfach Tal. Das hier ist Plateau, das Ganze. Boah, sehr, sehr cool. Ich glaube, wir haben alles durch, Leute. Ich gehe nochmal in die Gesamtübersicht. Und so, Leute, das ist der Park von Kirby. Vielen, vielen Dank, dass du ihn eingeschickt hast. Ich hatte mega viel Spaß. Ich finde den Park mega cool. Man sieht, dass du so viel Zeit investiert hast. Park ist wirklich toll geworden. Ich würde mich über einen zweiten Park von dir auf jeden Fall freuen. Und Leute, falls ihr den Park auch so gefeiert habt wie ich und das Video, wenn euch das Video gefällt, das Format gefällt, würde ich mich auf jeden Fall über ein Like freuen. Falls ihr meinen Park mir einschicken wollt, unten steht die E-Mail-Adresse. Da könnt ihr mir das Ganze am besten zukommen lassen oder hochladen und mir im Discord schicken. Ist auch alles unten in der Videobeschreibung. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.